Aus gegebenem Anlass zeige ich hier in einem kurzen Video, wie man grundsätzlich einen Extruder zusammenbaut. Gefunden habe ich die Extruder-Bauteile bei Banggood. Die Adresse habe ich in der Beschreibung aufgezeigt. Zum Zusammenbau des Extruders brauche ich 11 Bauteile und den Nehmermotor. 2 Aluminiumteile A und B sowie Feder, Kugellager und diverse Schrauben. Zuerst setze ich das Ritzel Nummer 5 auf die Motorachse und befestige es mit 2 Schrauben am Schaft. Sollte das Ritzel nicht passen, muss man die kleinen Schrauben kontrollieren. Dabei ist darauf zu achten, dass diese sich nicht aus dem Gewinde lösen. Wenn die mal verschwunden sind, ist es schwer, sie wieder zu finden. Nun wird das Kugellager 9 und die Schraube 8 mit dem Aluminiumbügel A verschraubt. Danach sollte man die Leichtgängigkeit des Kugellagers testen. Das System wird nun weitergebaut. Die große Halterung B wird auf den Motorblock gelegt. Sie passt sich mit ihrem Ausschnitt genau der Form an. In den Bügel werden dann die Aluminiumbuchse 2 und die Schraube 1 eingelegt. Und zusammen mit der Halterung am Motorblock verschraubt. Danach werden unten in das rechte Gewinde der Halterung und in den Bügel die Schrauben 6 und 7 eingebaut, wobei die Schraube Nummer 7 in das Bügelgewinde eingeschraubt wird. Nun fehlt nur noch die Feder. In die Feder Nummer 4 wird die kurze Schraube Nummer 3 eingelegt. Und nun werden diese so zwischen Bügel und Halterung eingelegt,
sodass man mit einer leichten Drehung an den beiden Schrauben die Feder fixieren kann. Der Extruder ist nun zusammengebaut und kann in einem Projekt zum Einsatz kommen. Vielen Dank fürs Ansehen. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, geben Sie mir doch einen Daumen hoch. Wenn Sie etwas dazu sagen wollen, dann bitte im Kommentar unten. Wenn Sie weiter meine Videos sehen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal. Dankeschön und Salü aus dem Saarland.